Da sind wir wieder. Abend. Und in der Straße pflastern. Oder wie es auch auf den Firmenwagen von guten Kumpels von früher gestanden hieß. Pflaster arbeiten. Okay, weiter geht's. Grüße sind raus. Genau. Grüße an Sumo. Straße erneuern, ne? Was brauchen wir denn noch? Ja, wir brauchen noch Metall. Na, noch nicht ganz voll. Zack, zack. Fertig. Und, ja, dann müssen wir es lenken. Schinger an das Ding. Und jetzt wird gepflastert. Ja, ich gehe direkt weiter, ne? Zum nächsten. Bis zum nächsten. Eben Monster verzehren. Eine Flasche gucken, wie spät das ist. Ja, jetzt ist es soweit. So, da kommt der Regen. Da ist er schon. Ah, hier wurde auch schon ordentlich was zugeführt. Und Bogo macht jetzt Rest. Naja, die Keramik fehlt, glaube ich. Metalle haben wir. Haben wir sogar mehr. Immer eher mit die Keramik. Ja, so 100, 200, mit 200 Keramik brauchen wir noch. Da geht was. Jo. Und das sieht gut aus, dann sind wir nämlich auch schon sehr weit. Hier ist nämlich auch schon ein Stück Straße, dann haben wir das Stück hier gebaut. Und dann kommen wir schon bis ins Mule-Lager mit dem Dingens. Wo ist denn hier die nächste? Hier unten? Da. Und nach oben weg geht's scheinbar auch. Junge, Junge. Da ist nämlich auch noch was. Dann wird das wohl hier... Oh, mal gucken. Und hier unten wird's ja auch weitergehen. Dann würde ich sagen... Den Briefkasten, den nächstgelegenen von dem Jules, bisschen plündern. Wollen wir nochmal zurück und gucken, ob die noch pennen, oder? Weil die haben ja noch einen. Ja, 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 komm, komm. Wir haben bloß jetzt keine Munition, ne? Mhm. Na gut, dann müssen wir uns den Gegebenheiten eben anpassen. Da gibt's halt ein bisschen mehr aufs Maul. Kriegt man auch noch Saft? Zumindest verliere ich nicht wirklich welchen, ne? Ja, das ist der Energy Zone, deswegen. Ah, das ist schon nice, Flo. Also da, hier auf der Straße jetzt mit dem Hobel lang zu fahren, das wäre ja richtig cool. Ein Träumchen. Und hier ist unsere Abfahrt, hier müssen wir raus. Jo, alles klar. Angabelung links halten. Angabelung rechts halten.
So, was brauchen wir hier? Hier brauchen wir auch noch Metalle. Dann können wir die Ladegeschwindigkeit erhöhen. Von diesem netten Generator. Schengen ein. Zack, liegt ja mitten auf dem Weg hier. Mensch, was soll der Geiz? Wir meine Metalle. Ja. Das macht uns nur leichter. Es sieht so aus, als seien die wieder alle aktiv. Ja. Nee. Nee? Sag nicht, die liegen da noch. Ich werd verrückt. Ich fahr zurück. Das ist ja optimal, ey. Gesamte Lager flachgelegt, ey. Naja, das ist doch keiner, der die auch wecken kann, ne? Höchstens im Lager vielleicht noch irgendjemand. Ja, den rennen wir einfach rum. Der kriegt gleich richtig dicke. Oh. Ist das Muni? Oder eine richtige Gun? Ja, ist auch eine Bowler Gun, so wie da drauf stand. 400 Metalle. Boah, dann ist nochmal 400 das... Metalle, nochmal 400 Metalle. Wie sollen die alle transportieren? Der Generator ist auf jeden Fall schon mal sicher. Na bitte. Was sind das für Dinger, diese Grünstriche? Da hätte ich noch Keramik rum. Kriegt ihr noch mit? Nee. Gut nicht. Bridges, such dich. Mit deren Briefkasten können wir auch nichts machen, ne? Ist ein anderes Netzwerk, glaube ich, ne? Ne, wir können nur darauf zugreifen. Boah, die Metalle da drin, das ist ja unfucking fassbar. Und dann das Analysegerät. Ja, nice. Das ist ja ein Paradies hier. Er kann aber auch nichts mehr tragen, ne? Ja, aber lass uns doch eben zu dem Generator laufen. Der war ja nicht so weit weg. Dann können wir noch ein bisschen was holen. Zum Briefkasten. Wir können auch in der Nähe einen Briefkasten suchen. Du hast doch einer. Du hast ja noch diesen einen Generator, wo du noch Metalle loswerden kannst. In dem wir gerade vorbeigelaufen sind. Wo du dich aufgeladen hast. Ja. An der Straße. Und da ist auch ein Briefkasten. Ja, siehst du? Folglich können wir da was in unseren Spind lagern. Ja. Oh, heute ist mal Farmen angesagt, ja? Muss auch mal sein. Diese Leiter, ne? Ein Traum. Die verlorene Waffe können wir gleich auch liefern. An wen geht die denn? Ingenieur, nee. William Lake. William. Oder ja, Luft geben, ne? Oh, irgendwer möchte auch eine Kletterverankerung. Soll aber kommen! Was soll der Geiz? Jawohl, was geht denn bei uns ab? Das war mal eben
Brückenlink Explosion. Großartiger Frachtträger. So, das Ding ist ja fertig, ne? Oder wie war das? Ja klar, die ist fertig. Genau, das war fertig. Ist ja nicht mehr Sprayraum. Direkt nochmal zurück. Ja, mit dem Hobel hätten wir natürlich mehr mitnehmen können, ne? Ja, du. Jetzt sind wir nun mal hier. Ich sag jetzt nochmal nach hinten laufen und den Hobel holen? Nee. Ja, ich warte ja drauf, dass ab wann wir Hobel drucken können. In der Hobeldruckerei. Alles einpacken, bitte. Unfassbar, ich krieg noch nicht alles mit. Unfassbar. Alles zu mitnehmen, bitte. Hier lang, ne? Immer der Straße lang. Da hinten ist ja der Generator da. Da können wir ja auch noch was abladen. Wie viel Metall hat noch gefehlt? 100, ne? Bei dem Generator? Oh. Ja. Ja, nee, 200 waren das, glaube ich. Wie das aussieht mit diesen Stalaktiten. Jo, fertig. Dort gibt es erstmal ein Update. Boah, das Hagel der Likes. 19.000. Ist unfassbar. Das ist echt unfassbar. Das ist unnichtbar. Und noch eine Blutgranate. Nochmal ein bisschen Brückenlink. Ich glaube, wir sind voll. Bei Brückenlink. Da geht nicht mehr. Was machen wir denn mit diesen ganzen Bola-Guns? Ach, die können wir ja spenden, ne? Theoretisch. Ja, ich hätte geguckt wegen der Mun. Die haben immer 14 Schuss, also wir spenden unsere angebrochene hier mit einem Schuss. Jo. Ist er weg. Hat uns ja gute Dienste geleistet. Auf jeden Fall. So, und wieder zurück. Na ihr Pennermänner. Boah, schlaf mal ein bisschen. Wir räumen euch die Bude leer. Ja. Der Tatortreiniger, ey.
Ich sehe heute schon Weihnachten. Huch! Das war sogar gefallen. Erstmal ducken. So. Draußen ist keiner. Oh. Der hat aber Schwingung. Nochmal ein Kraftskelett. Oh ja. Donnerwetter. Was wir hier alles haben, ey. Der Briefkasten ist immer noch nicht leer. Ich wusste es. Das ist alles gar nicht mit. Nö, das war mir klar, dass du nicht alles mit Chris machen. Ja, in der Hand tragen kann ich vergessen. Wieso? Die pennen doch. Nee, wegen Umfallen. Boah, du fährst doch nicht um, hast doch ein Kraftskelett. Nur um deine Schuhe musst du dich demnächst mal kümmern. Mhm. Ja, ich denke, wir können eh Richtung nach Hause demnächst. Allein schon unsere Ausdauer ist ja nicht mehr auf der Höhe. Dann nehmen wir einen Hobel mit beim nächsten Mal. Den räumen wir auf. Dann holen wir den ganzen restlichen Schmutz. Ein Kraftskelett behalten wir mal eins, ne? Ne, das ist ja ausgerüstet. Keramik. Ja, wir lagern erstmal alles ein. Ich lagere auch eine Bola-Gun ein. Und die Metalle abermals. Wahnsinn. Aber wie gesagt, ne? Was wir jetzt da rausholen, das müssen die ja auch reingeholt haben. Das stimmt. Das ist echt krass. Naja, naja. Da oben ist noch zerstörte Keramik, die können wir auch mal eben holen, ne? Das ist zerstörte Fahrt, die dir mit diesen Dingern angezeigt wird. Alter! Wie geht der Chiral-Kristallenmäßig ganz schön was ab? War das gerade ein Regenbogen? Ich habe nichts gesehen, ich glaube, das war eher hier ein. So eine Sonnen- ich habe mir gerade noch gedacht, ob der Suchende hier belohnt wird. Das wird er, wenn man gesehen hat. Heide Witzka. Bisschen was Vulkanaschiges, ne? Ja. Ja gut, dann gern Heimat, wa? Ja, ich laufe aber über die Straße. Und waren wir in allen Gebäuden drinne? Klar. Du da, Bridges, such dich. Zerstörte Ware kannst du mit diesem Reparaturspray nicht heile machen, ne? Nee, die nicht mehr beschädigt, da geht ja, aber
Nicht zerstörte. Ah, okay. Wir können zerstörtes aber immerhin recyceln. Ja. Gesundheit? Danke. Das sieht aus so. Ach, die ist da automatisch mit dran, die Leiter. Oder hat die da einer rangebaut? Ich schätze mal, weil hier das vermeintliche Ende war bis zum nächsten Kasten, dass man hier so eine Möglichkeit hat. Ne? Sobald die solange die Straße noch nicht fertig ist, zumindest vernünftig sie zu verlassen, in Anführungszeichen. Ja. Zwar ohne Hobel. Aber na gut. Also die Stadt von außen ist echt beeindruckend, ne? Ja. So, hier hinten sind auch noch Metalle, jede Menge Lieferungen, die nehmen wir auch noch mit, ne? Hol ich ja auf dem Weg. Und der Bunker gleich auf der Boden, wenn er so weiter macht. Arkham Horror ist? Ich will's hoffen. Ich meine, dann hätte man zumindest einen neuen Todfeind, dann können die GDs nicht mithalten. Aber den kann man ja bescheißen, Bunker. Ja, du, ich meine, wir haben ja Cthulhu schon bekämpft, also von daher. Oh. Was soll uns noch schocken? Ja, ich meine, wir haben es gewagt, in dem Brettspiel Cthulhu zu bescheißen. Nein, haben wir nicht, Bunker. 17.000 Likes, ey, was geht, Leute? Und ja, es ist ein verflucht gutes Gefühl, diese Likes zu bekommen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ein Like von BB haben wir auch noch bekommen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Wenn wir nach Hause gekommen sind. Jo. Ach ja. So. Wir teilen erstmal den Speicherchip, den wir gefunden haben. Wird sich gleich Hartmann freuen, denke ich. Du ahnst nicht, wie lange ich darauf gewartet habe. Vielen Dank. Fragile. Eierschalengravur. Vielen Dank für deinen Beitrag. So, dann liefern wir die verlorene Fracht selber aus. Hey Mann, wie geht's dir? Leute wie du machen mich stolz, zu Bridges zu gehören. Danke, Sam. Bis zur nächsten Lieferung. Sei vorsichtig. Gute Arbeit. So, jetzt können wir noch ein paar Sachen recyceln, nämlich den kaputten Keramikteil, die Stiefel, die wir anhaben. Und ein paar Kristalle. Ja.
So, gucken wir mal. Also, ich habe das jetzt so... Ja. Wir können einfach komplette Bola-Guns herstellen. Ja, ist doch nice. Statt Munition. Also, pff, ja. Da muss man halt dann darauf achten, wie viel man noch mit sich führt, denke ich. Ja. Macht's, wie ich finde, wieder... Man muss wieder mehr Organisationstalent an den Tag legen, tatsächlich. Finde ich aber gut so. Ich mache eben einmal selber direkt die Stiefel. Ich werde auch mal wieder ein paar TCKs bauen, weil wir haben irgendwie nichts mehr. Naja, wir haben ja einen Briefkasten gemacht, ne? Kasten gemacht, na siehst du. Da gucken wir mal. Haben wir, ja. Das haben wir jetzt alles im Lager. Jede Menge Stuff. Was mich jetzt interessiert ist, ob der Briefkasten, wo wir die Ware reingepackt haben, ob das der einzige Briefkasten ist, wo wir darauf zurückgreifen können? Oder ob wir an allen Briefkasten darauf zugreifen können. Weil hier ich würde sagen, an allen. Weil hier ist die Ware ja jetzt nicht drin. Ne, sieht man ja. Ist ja nichts. Wir haben ja viel mehr eingesammelt, wie das, was hier drin ist. Ach so. Na? Okay. Hier das in Spind zu packen, das ging nicht, ne? Vom Briefkasten nee, aus. In den Spind hier ging, der war damit scheinbar nicht gemeint. Okay. Wäre ja auch ein bisschen beschiss, ne? Könntest du ja überall, wo du bist, Briefkasten drucken, reinschmeißen, weiterlaufen und dann da wieder alles rausholen. Das ist richtig, ja. Ja gut. Nee, wir haben scheinbar hier keinen Hobel. Ja, der Hobel steht ja auf der anderen Seite. Hm. Von Ground Zero. Ja, dann müssen wir nochmal irgendwo einen Hobel herholen, denke ich. Vielen Dank für deinen Beitrag. Die können wir uns nicht rüberschicken lassen. Deine Arbeit. Und wenn, dann weiß ich nicht wie. Ich denke, wir werden bald Hobels drucken können. Und wenn nicht, dann können wir... vermutlich auch mal ein LKW benutzen. Hobels. Guten Morgen, Sam. Los, moin. Danke für deine Großzügigkeit. Oh, da warten wieder E-Mails auf dich. Jo. Die gucke ich mir auch gleich noch an. EX-Granate Typ 1. Unserer neuen EX-Granaten, der Typ 1. Der Name rührt vom darin enthaltenen Verdampfenextrakt her, das aus deinem Urin hergestellt wurde. Verglichen mit der ersten Version enthält diese EX-Granate eine höhere Konzentration deiner Körperflüssigkeiten, was sie gegen GDs effektiver machen sollte. Wenn du in deinem privaten Raum die Toilette benutzt, sammeln wir die Ausscheidung und stellen neue Exemplare für dich her. Die Granaten gehen dir also nicht aus. Eine super Mechanik, ey. Bestes Recycling.
So, natürlich noch ein Monster, wie immer. Hast du die Tätowierung auf der Hand gesehen? Ja. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. So, dann haben wir da wieder neue E-Mails. 3 Stück. Die Dankesagung für die Pizza. Die Edison Bridges. Für den hervorragend ausgeführten Auftrag möchte ich mir einen Beifall zollen. Mir wurde zugetragen, dass besagte Pizza in einwandfreiem Zustand angekommen ist. Fabelhaft. Leider muss ich mich auch im Namen meiner Schwester entschuldigen. Sie hat geschlafen, als die Lieferung ankam. Was mich angeht, so war ich in privaten Angelegenheiten unterwegs, die meine ganze Aufmerksamkeit erforderten. Bin aber, da diese Zeilen schreibe, auf dem Weg nach Hause. Ich hätte mich sehr viel lieber persönlich bedankt, aber aufgrund der Umstände möge mir verziehen sein. Danke, dass du wieder vorbeigekommen bist, Sam. Neulich habe ich bei Wartungsarbeiten an den Gebäuden Fußabdrücke von dir gesehen. Ich bin ihnen etwas gefolgt, praktisch wortwörtlich in deine Fußstapfen getreten. War ein ziemlich cooles Gefühl, ich will es gar nicht leugnen. Leider konnte ich mich nicht bremsen und stand plötzlich im Mühlgebiet. Ich habe es bemerkt, bevor sie mich schnappen konnten, aber du hättest mich sehen sollen. Ich habe mich blitzschnell aus dem Staub gemacht. Diese Typen will ich echt nicht über den Weg laufen. Oh nein. Trotzdem war es schön, auf deinen Spuren zu wandeln. Ich fühlte mich dir und deinem Vermächtnis dabei irgendwie verbunden. Bitte komm wie ich in einem Stück zurück. Er ist voll der Fanboy, ey. So, und der Handwerker. Hey Sam, hast du es schon gehört? Einer der Boten, die ich mit Blutgranaten ausgeschüttet habe, hat neulich ein GD ausgeschaltet. Ein plötzliches Absinken der chiralen Dichte fiel mit seiner Meldung zusammen. Es ist also einwandfrei erwiesen, dass er dieses Drecksvieh erwischt hat. Und zwar nur dank dir und dem UCA. Der Beitritt ist ein Tauschhandel. Wir opfern etwas Privatsphäre und teilen etwas Expertenwissen mit euch. Im Gegenzug passt ihr auf uns auf. Wir zahlen keinen hohen Preis, aber es hilft der Sache trotzdem. Eine Steuer, wenn wir ehrlich sind. Wir zahlen, wir werden beschützt. Aber Verträge allein reichen nicht. So sind wir bloß Trittbrettfahrer, die nicht genug aufgeben und im Gegenzug nicht genug bekommen. Und wenn man sich da verdrückt, seine Steuern zu zahlen, darf man nicht überrascht sein, wenn keiner auf einen aufpasst. Quid pro quo und so. Die Informationen und die Technologie, die ich von Bridges erhalten habe, ermöglichen mir vielleicht die Massenproduktion von Blutgranaten. Wenn das klappt, wer weiß. Vielleicht können wir die GDs dann ausmerzen. Natürlich gibt es da einen Haken. Es scheint nur mit deinem Blut zu funktionieren. Versteh mich nicht falsch. Ich bitte dich nicht darum, all dein Blut herzugeben. Um ehrlich zu sein, bin ich überrascht, dass wir überhaupt so viel von dir bekommen haben. Als würdest du jedes Mal spenden, wenn du eine Pause machst. Das ist sicher nicht leicht, aber wir sind dir sehr dankbar. Vergiss das bloß nicht. Oh ja. Im 1413. Oh! Das Ende kommt wieder. Ich verabschiede mich schon mal von der Folge. Ja, tschüss. Genau so, Lisa. Nur nicht schüchtern. So wie früher. Na los, weiter. Tut mir leid. Habe ich dich geweckt? Heute ist Mamas Geburtstag. Geburtstag haben wir uns auch kennengelernt.